Herr Cirillo, Sie sind jetzt fast 3 Jahre im Amt. Nächste Woche jährt sich das. Wir schauen ein bisschen zurück. Was macht Spaß, was macht weniger Spaß in diesem Job? Das meiste macht Spaß. Es ist ein sehr vielfältiger Aufgabenbereich. Es ist auch eine Aktivität, die eine sehr große Wirkung entfaltet in der Wirtschaft und bei der Bevölkerung. Und einen Beitrag leisten zu können in diese Bereiche, die unsere sind, die Logistik, die Kommunikation, die Mobilität im Finanzbereich, ist natürlich eine große Ehre und das ist sehr, sehr interessant. Was vielleicht weniger Spaß macht, dass ich feststellen müsste, die Themen werden ein bisschen auf der kleineren Seite, auf der Mikroseite angeschaut, anstatt mal die Perspektive zu nehmen, die eigentlich notwendig wäre, um die Schweiz und bestimmte Themen in der Schweiz auch wirklich vorwärts zu bringen. Also man muss sich immer wieder von unten wieder hochziehen auf die richtige Perspektive, vor allem in der öffentlichen Debatte und in der politischen Debatte. Darum geht es jetzt auch gerade. Sie planen die Post der Zukunft. Das wird vor allem da 500 Meter weiter westwärts von hier im Bundeshaus heiß diskutiert. Da gibt es eine Expertenkommission, die hat einen Bericht verfasst. Dort geht es darum, dass es darum geht, dass die A-Post soll abgeschafft werden. Das möchten Sie eigentlich nicht. Warum wollen Sie das nicht? Zuerst mal muss man klarstellen, die A-Post wird nicht abgeschafft. Das ist nicht das, was diesen Bericht sagt, sondern dass sie aus der Grundversorgung rausgenommen wird. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Aber grundsätzlich muss man schauen, was hat der Bericht auf der höchsten Ebene gesagt? Zwei Sachen. Eine ist, dass die Grundversorgung ist fundamental für die Schweiz auch ab 2030, aber es muss erneuert werden. Das ist die erste Feststellung dieses Berichts. Und die zweite Feststellung ist, dass die Schweiz sich eine Grundversorgung ins digitale Bereich geben muss. Das sind die zwei wichtigsten Elemente. Jetzt, was die A- und B-Post angeht, sowie bei der Zeitungszustellung, es sind Produkte, die vom Markt verlangt werden. Wir sind mit dem größten Teil unserem Umsatz im normalen Wettbewerb mit allen anderen Unternehmen und die Unternehmen fragen nach diesen Produkten. Die A-Post ist unser Spitzenprodukt. Wieso sollten wir es dann abschaffen, wenn das vom Markt verlangt wird? Mhm. Also wir haben es ganz klar gesagt, die A-Post wird nicht verschwinden. Da können Sie ein Ehrenwort einlegen und sagen, die A-Post wird, solange Sie Postchef sind, weitergehen. Ich bin überzeugt, unabhängig davon, ob dies Teil einer Grundversorgung ist oder nicht, die Dienstleistung wird gefragt. Sie wird immer weniger und weniger gefragt, aber man muss schon schauen. Es sind 1,8 Milliarden Briefe jedes Jahr heute. Unsere Projektionen sagen, es werden immer noch 1 Milliarde Briefe sein in 2030. Wieso sollte man so ein Produkt einfach aus der Welt schaffen? Das macht keinen Sinn. Ein anderes heißes Eisen ist das Poststellennetz. Das wurde ja ziemlich zurückgefahren, oder? Von im Jahr 2001 gab es 3200 Poststellen, heute sind es unter 1000. Sparen Sie beim Netz dort weiter Geld ein oder was ist da der Plan? Nein, die Strategie Post von morgen, die wir seit einem Jahr jetzt umsetzen, sagt, dass wir diesen Netz am eigengetriebenen Poststellen, also die gelben Poststellen, stabilisieren, um die 800 Filialen für die Periode 2021-2024 öffnen an Partners. Aber gleichzeitig in diese Zeit, die Sie erwähnt haben, wo die eigengetriebenen Filialen runtergegangen sind von 3000, haben wir noch netto mehr als 1000 Punkte, Zugangspunkte geöffnet, einfach halt mit Partners. Und es gibt mehr als 4000 Zugangspunkte zur Post heute, also viel, viel mehr als es vor 10 Jahren gab. Einfach die Form des Zugangs zur Post ändert. Und das ist natürlich so, weil die Gewohnheiten der Bevölkerung haben sich massiv geändert in den letzten 10 Jahren. Was mich als Zeitungsredaktor besonders beschäftigt, ist die Zeitungszustellung. Das ist defizitär. Ja. Trotzdem wollen Sie daran festhalten. Wieso eigentlich? Also man muss schon schauen. Zuerst mal, wir sind ganz klar bewusst unsere Rolle in einem guten, funktionierenden Medienmarkt. Man braucht einen Zutritt. Wir sind ein Kanal für Unternehmen und Institutionen in Richtung der Bevölkerung. Das ist unsere Rolle. Wir transportieren Waren, Informationen und natürlich den sicheren, zuverlässigen und günstigen Transport von Informationen, in welche immer Form, physische Form, Briefe, Zeitungen oder digitale Form, ist im Kern
die Daseinsberechtigung, keine Post. Und deswegen sagen wir, ja, eigentlich, es macht keinen Sinn, dass wir sagen, diesen Produkt wird abgeschaffen, wir transportieren keine Zeitung mehr. Was wir gesagt haben, ist ganz klar, das muss, wenn es Teil der Grundversorgung ist, dann können wir gesetzlich immer noch das als eine defizitäre Dienstleistung kompensieren mit anderen Gewinnen, die wir am Markt machen. Wenn das aus der Grundversorgung rausgenommen würde, dann müssten unsere Kunden, das sind die Verleger und alle, die die Zeitungen transportieren wollen, müssten dann einen normalen Marktpreis und einen kostendeckenden Marktpreis bezahlen. So wie alle anderen Teilnehmer in der Schweiz kostendeckend ihre Dienstleistungen bezahlen, damit wir arbeiten und den Transport machen. Wir sind nicht mit Steuern subventioniert. Wir erwirtschaften unsere eigenen Mittel. Und wir müssen am Ende des Jahres zeigen, dass wir genug produziert haben, um nächstes Jahr wieder zu investieren. Der Weg, den Sie vorzeichnen, ist Zukauf. Damit die Digitalisierung der Post vorangeht, kaufen Sie Firmen ein. Da haben Sie einen Plan. Wie viele neue Firmen wird die Post Ende 2022 gekauft haben? Aber wir haben nie gesagt, dass der Weg dazu ist, den zu kaufen. Der Weg dazu ist drei Sachen. Einer ist Effizienz, höhere Effizienz. Zweitens ist, dass wir investieren, und zwar massiv und organisch in Infrastruktur, neue Zentren, neue Kompetenzen, neue Fähigkeiten. Und der dritte Weg ist Wachstum, aber Wachstum, das sich ergibt aus veränderten Bedürfnissen unserer Kunden. Unsere Kunden sind mehrheitlich zu mehr als 90%, mehr als 90% unserer Kunden sind Geschäfte. Und diese Geschäfte sind Unternehmen, das sind Institutionen. Und die Bedürfnisse ändern sich. Und was wir machen im Moment ist, mit organischen Investitionen und mit gezielten Zukäufen von Kompetenzen in bestimmten Bereichen, wie im digitalen Bereich, aber auch in einigen logistischen Bereichen, setzen wir die Basis für ein neues Modell, eine neue Infrastruktur, sowohl in der digitalen wie auch in der physischen Welt. Und wir haben gesagt, wir werden das über die nächsten 10 Jahre weitermachen, damit wir überhaupt dieses Angebot den 600.000 Firmen, 550.000 KMUs der Schweiz und der Bevölkerung zur Verfügung stellen können. Die Post gehört der Eidgenossenschaft zu 100%. Jetzt kommt Kritik auf, dass Leute sagen, ja, es ist nicht der Kernauftrag der Post, digitale Kleinfirmen aufzukaufen. Das ist derselbe Vorwurf, den die BKW in Bern auch hört, oder? Dass die Privaten sagen, es kommt dann ein Riese, staatlich finanziert, der macht uns das Geschäft kaputt. Was sagen Sie dazu? Also erstmal, wie gesagt, wir sind nicht staatlich finanziert, wir sind eigentlich eigenfinanziert, wir sind in einem Modell, der uns vom Parlament gegeben worden ist, wo wir den größten Teil unseres Umsatzes am Markt machen. Mehr als 86% des Umsatzes der Post wird auf dem freien Markt erwirtschaftet. Das heißt, es ist das Modell, das uns vor 10 Jahren gegeben worden ist, die wir finanzieren, die Grundversorgung für die Bevölkerung, durch Aktivität auf dem freien Markt. Und dementsprechend, es ist wohl im Gesetz vorgesehen, dass wir im Wettbewerb sind. Und im Wettbewerb heißt konkret, man muss sich mit den Bedürfnissen und mit der Nachfrage konfrontieren und diese Nachfrage gehen. Sonst ist man nicht wettbewerbsfähig. Und das machen wir mit diesen paar Akquisitionen. Und das muss man auch schauen. Auf der Größe von einem Unternehmen von 7 Milliarden sind jetzt die 11 Akquisitionen, die wir dieses Jahr gemacht haben, wirklich sehr, sehr wenig. Und man sieht es eigentlich an einer Sache, dass wir gleichzeitig mit diesen Investitionen, die wir machen, in neue Technologien oder Kompetenzen, nehmen wir auch Sachen aus unserem Portfolio raus. Wir haben gerade im Dezember angekündigt den Verkauf von Swiss Post Solutions. Das sind mehr als 600 Millionen Umsatz, die wir aus dem Post rausgeben und verkaufen. Das heißt, wir fokussieren unsere Aktivitäten auf unseren Kerngeschäften der Logistik und der Kommunikation und nehmen alles, was nicht einen direkten Bezug hat zur Schweizer Volkswirtschaft, zu unserer Strategie und zu unseren Märkten, nehmen wir aus dem Portfolio raus. Aber Sie verstehen die Kritik, dass aus dem Parlament beispielsweise Kritik an dieser
Strategie kommt. Natürlich verstehe ich, dass es Interessen gibt, die anders sind gelagert. In jedem Markt, wo man aktiv ist, gibt es Konkurrenten und diese Konkurrenten möchten etwas für sich haben. Die Perspektive, die wir nehmen, ist, dass wir einen signifikanten Mehrwert schaffen für die Schweizer Wirtschaft, für die in der Schweiz aktiven und aus der Schweiz aktiven Unternehmen und dadurch gleichzeitig den ganzen Servicepublik mit eigenen Mitteln finanzieren. Und das, glaube ich, es ist ein sehr, sehr ausgewogenes Modell, das entwickelt worden ist und das wir wirklich schauen müssen, dass auch in den nächsten Jahren gut funktioniert. Ein heißes Eisen ist auch die PostFinanz, die hat ein Kreditverbot. Geben Sie uns eine Prognose, wann fällt dieses Kreditverbot? Das Letzte, was ich machen würde, ist, mich in die Arbeiten des Parlaments irgendwie einzumischen. Es läuft gerade eine Revision des Postorganisationsgesetzes in der Kommission. Man muss realistischerweise sehen, dass es de facto alle die ganzen Finanzinstitutionen in der Schweiz eher dagegen sind. Es ist sicherlich dagegen im Interesse der Bevölkerung. 2,3 Millionen Einwohner der Schweiz haben ein Konto bei PostFinanz. Sie haben eher ein Interesse, dass die PostFinanz sich weiter gut entwickeln kann. Vielleicht wiederum die Konkurrenten oder die anderen Aktiven in diesem Bereich weniger. Aber grundsätzlich wurde ein Modell vor 10 Jahren kreiert, der in einem Negativzinsenumfeld nicht nachhaltig ist. Mhm. Und dieses Modell muss und kann nur sich weiterentwickeln, wenn der Gesetzgeber da eine Veränderung der Rahmenbedingungen macht. Mhm. Ob das dann tatsächlich passiert oder nicht, das ist wirklich in den Händen des Parlaments. Vielleicht noch eine letzte Frage zur Stimmung im Parlament. Wie nehmen Sie die wahr gegenüber der Post? Ist das positiv grundsätzlich oder eher kritisch? Wie kommen Sie da? Ich verbringe meistens mindestens ein oder zwei Morgen pro Session im Parlament, darf auch mit alle Kommissionen sehr regelmäßig sprechen. Und die Parlamentarier, die sich mit unserer Strategie auseinandersetzen, mit den Werten, die wir haben, mit dem Ziel, die wir uns gegeben haben, konfrontieren, die sind größtenteils sehr, sehr pro Post. Natürlich, es ist klar, dass es verschiedene Interessensgruppen gibt und die sind widerspiegelt in unserem Parlament. Aber im Großen und Ganzen, wir haben unter anderem in den letzten 2 Jahren gezeigt und das Parlament ist wirklich bewusst, wie wichtig die Post ist für die Infrastruktur des Landes, für eine gut funktionierende Wirtschaft. Die Rolle, die die Post gehabt hat während der Pandemie, hat diese Wichtigkeit der Grundversorgung und der Infrastruktur, die die Post entwickelt, ganz, ganz klar hervorgehoben. Das ist ganz klar auch im Parlament bewusst. Sehr gut. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.